Hallo ihr Lieben, ich habe mich in Schale geschmissen, nämlich in den UFO-Pullover, den meine Schwester mir zu Weihnachten geschenkt hat, passend für das heutige Video, denn ich würde heute gerne mit euch über die Nominierten für den Deutschen Seraph-Preis für Fantastikliteratur sprechen. Einmal kurz für den Kontext. Also diese Nominierten sind vor wenigen Tagen veröffentlicht worden und der Seraph-Preis ist ein Preis für deutschsprachige Fantastikliteratur, das heißt für Werke aus dem Bereich Science-Fiction, Fantasy oder auch Horror, die eben original in deutscher Sprache geschrieben sind und im Laufe des letzten Jahres veröffentlicht wurden. Sie werden auf der Leipziger Buchmesse, wenn das alles mit der pandemischen Lage klar geht, werden die Preise verliehen. Und es gibt drei Kategorien, nämlich das beste Buch, das beste Debüt und der beste im Self-Publishing erschienene Titel. Und ich hatte einfach Lust, Videos abzudrehen, um euch mal alle Nominierten vorzustellen und vielleicht auch so ein bisschen ein Reaktionsvideo abzudrehen zu den Nominierten, wann immer es zumindest Bücher sind, die ich kenne. Ich habe in den letzten Jahren sehr aufmerksam den Seraph-Preis verfolgt, weil ich das sehr spannend finde, weil man dadurch sehr schön mitkriegt, was so im Bereich Fantasy, Science Fiction, Fantastikliteratur halt passiert, was da veröffentlicht wird. Man wird da auf viele Autoren und Autorinnen und kleinere Verlage auch aufmerksam, die sonst nicht so die Presse kriegen, eben auch auf Debütautorinnen oder Indie-Autorinnen. Das finde ich sehr cool an diesem Preis. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß daran habt. Und ich habe mir überlegt, was ein bisschen ungewöhnlich ist für meinen Kanal, aber ich würde das gerne in drei Videos aufteilen, denn es sind einfach sehr viele Nominierte, dadurch, dass es die drei Kategorien gibt. Ich habe mir das rausgeschrieben. Es gibt nämlich, also ich glaube, die Anzahl, die nominiert ist, das ist jedes Jahr ein bisschen anders, so wie ich das gesehen habe. Das scheint nicht festgelegt zu sein, sondern kommt einfach ein bisschen auf die Einsendungen an, die reinkommen. Dieses Jahr ist im Bereich Bestes Buch eine Liste zustande gekommen von 13 Titeln. Beim besten Debüt sind 7 nominiert und beim Indie Self-Publishing Preis 12, das heißt insgesamt 32 Bücher, die alle in ein Video zu packen, erschien mir doch ein bisschen viel. Ich habe gedacht, das ist so Overload und da ist man doch am Ende des Videos gar nicht mehr richtig aufnahmefähig. Und ich möchte gerne jedem Buch gerecht werden und ihnen auch die Bühne bieten, die sie verdienen. Und deswegen teile ich das jetzt in drei etwas kürzere Videos auf und die werden dann hoffentlich auch, wenn das alles klappt, in recht rascher Folge mit wenigen Tagen Abstand erscheinen können. Und wie ihr am Titel wahrscheinlich gesehen habt, geht es jetzt um die Kategorie Bestes Buch. Eine einzige Sache muss ich vielleicht noch als Hintergrundinfo mit reinschicken, was vielleicht auch ganz interessant ist. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, dass ich es vielleicht noch schaffe, ein Predictions-Video zu drehen, wie sagt man das auf Deutsch, ein Vorhersagevideo, in dem ich euch eine Liste von Büchern vorstelle, bei denen ich mir halt denke, dass sie nominiert werden könnten oder bei denen ich mir wünsche, dass sie nominiert werden. Ich habe auch schon so ein bisschen mit der Arbeit an dem Video begonnen, indem ich schon ein paar Titel für die Kategorie Bestes Buch zusammengeschrieben habe. Aber dann habe ich recht schnell gemerkt, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffen werde bis zur Verkündigung der Longlist und habe das Ganze abgebrochen. Für dieses Videoprojekt ist es aber ganz interessant, dass ich zumindest schon mal 6 Titel für die Kategorie Bestes Buch rausgeschrieben hatte und jetzt meine Vorhersage mit der tatsächlichen Longlist ein bisschen abzugleichen, denn da gibt es doch einige Ähnlichkeiten. Um genau zu sein, 4 Bücher von dieser 6-Punkte-Liste von mir, die stehen jetzt tatsächlich auf der Longlist, also finde ich gar nicht schlecht eigentlich. Und fangen wir doch mal mit einem davon an, bei dem ich mich sehr freue, dass es seinen Weg auf die Nominiertenliste gefunden hat. Und das ist Kalt wie Schnee, hart wie Eisen von Jenny Mai Nguyen. Dieses Buch habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video ein bisschen ausführlicher besprochen. Es ist High Fantasy von einer meiner Lieblingsautorinnen. Der Verlag beschreibt das auch als Elfen-Fantasy und es handelt von einem Königreich, wo eine Rebellion das Königshaus gestürzt hat und eine von ihrem Thron verbannte, weit ab in einem Tempel aufwachsende Prinzessin um ihr Recht auf den Thron kämpft. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich mag das Schreiben von Jenny Mai Nguyen ja immer gerne und deswegen habe ich das auch auf meine Liste mit draufgeschrieben. Aber was ich auf meine Liste auch mit draufgeschrieben habe, war
das Zeitalter der Drachen von Jenny Mai Nguyen, denn sie hat ja im letzten Jahr tatsächlich zwei Bücher rausgebracht. Beide habe ich gelesen, beide mochte ich sehr gerne und bei beiden hätte es mich halt gefreut, sie auf der Longlist zu sehen. Ich bin sehr zufrieden damit, dass zumindest eines von den beiden Werken auf dieser Liste draufsteht. Tatsächlich, wenn ihr mich gezwungen hättet, einen Favoriten zu wählen aus diesen beiden, ich hätte tatsächlich Kalt wie Schnee, Hart wie Eisen gewählt. Das hat mir doch noch ein bisschen besser gefallen. Von daher bin ich damit schon mal sehr zufrieden. Außerdem hatte ich auch auf meiner Liste draufstehen Anarchie Deco von J.C. Vogt. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich ein AutorInnen-Ehepaar, nämlich Judith und Christian Vogt, die dieses Buch zusammengeschrieben haben. Das habe ich als Hörbuch gehört, habe damit begonnen im Dezember letzten Jahres und fertig geworden bin ich, glaube ich, jetzt im Januar, Anfang Januar. Und das habe ich auf meine Liste draufgeschrieben, weil ich finde, es ist die Art von progressiver, fortschrittlicher, aktueller Fantasy, die alle in der Szene sich wünschen und die deswegen auf diese Art von Preisliste unbedingt drauf gehört. In der Fantastik-Szene wird ganz viel darüber gesprochen, dass wir ein bisschen davon wegkommen müssen, immer diese weißen, hetero-Cis-Männer-Helden zu haben, sondern ein bisschen ein diverseres Figurenspektrum brauchen und neue, diverse Perspektiven. Gerade Judith und Christian Vogt setzten sich dafür auch sehr ein und haben immer auch binäre Charaktere und queere Charaktere in ihren Büchern, auch in diesem hier. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ja, so eine Preisliste soll ja irgendwie aktuelle Strömungen in der Fantastik abbilden. Das hier ist ein super Beispiel dafür und gehört deswegen auf jeden Fall auf diese Liste drauf. Ein anderer Punkt, den ich auch finde, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist die Idee, ein Hard Magic System zu haben, also ein Magiesystem, das bestimmten Regeln folgt und bis zu einem gewissen Grad so Airquotes, wissenschaftlich erklärt ist. Das ist auch so ein moderner Trend, der in den USA sehr populär ist. Und das auch in deutscher Fantastik zu sehen, fand ich auch sehr modern und neu und originell und spannend. Und das sind eben zwei Gründe, weswegen ich denke, das ist auf jeden Fall absolut richtig hier auf dieser Liste. Es spielt in den 1920er Jahren in Berlin, also auch ein deutscher Schauplatz, finde ich auch ganz spannend. Es ist Urban Fantasy und dort in diesen schillernden 20er Jahren in Berlin wird ein Phänomen entdeckt, das aus einem ganz speziellen Zusammenspiel aus Naturwissenschaften und Kunst entsteht. Dieses lässt zum Beispiel Steinstatuen lebendig werden oder Stein verflüssigen oder verwandelt Menschen gar in Steinstatuen und viele andere Phänomene entstehen auch. Und die Wissenschaft steht vor einem Rätsel und findet kein besseres Wort dafür als Magie. Dieses Berlin der 20er Jahre ist auch politisch extrem mit Spannungen aufgeladen. Es gibt viele unterschiedliche politische Strömungen und alle diese unterschiedlichen Interessensgruppen versuchen jetzt diese Art der Magie für sich beherrschbar zu machen und für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Also wie gesagt, ich habe mir sehr gewünscht, dass das auf der Liste steht. Dadurch, dass es jetzt hier auf der Liste steht, habe ich gar nichts zu meckern. Ein weiteres Buch, das ich selbst nicht gelesen habe, bei dem ich aber getippt habe, dass es auf dieser Longlist erscheinen könnte und wo ich auch richtig gelegen habe, das ist Der dunkle Schwarm von Marie Grashoff. Das ist auch eine Autorin, von der ich in letzter Zeit immer wieder höre. Irgendwie taucht der Name ständig irgendwo auf und ich habe noch nie etwas von ihr gelesen. Ich bin aber zunehmend neugierig drauf, mal was von ihr zu lesen. Ich hoffe, dass ich bald mal dazu komme. Und hierum geht es in Der dunkle Schwarm, ein Buch, das übrigens auch schon den Lovely Books Leserpreis 2021 gewonnen hat. Im Jahr 2100 verbinden die Menschen ihr Bewusstsein über Implantate zu sogenannten Hive Minds. Die junge Atlas profitiert davon gleich doppelt. Tagsüber arbeitet sie als Programmiererin für den größten Hive-Entwickler. Nachts betreibt sie unter dem Decknamen Oracle einen lukrativen Handel mit Erinnerungen, die sie aus Hive-Implantaten stiehlt. Eines Nachts berichtet ihr ein Kunde namens Noah von dem Mord an einem ganzen Hive. Eigentlich eine technische Unmöglichkeit. Er bittet ihr eine horrende Summe dafür an, den Täter zu finden. Atlas lässt sich auf den Deal ein und ist bald auf der Flucht vor der Polizei, Umweltterroristen und Auftragsmördern. Klingt nach einer actiongeladenen und spannenden Story und tatsächlich finde ich die Idee mit diesem Schwarmbewusstsein auch ziemlich cool. Das vierte Buch, das ich richtig getippt hatte, ist Die Götter müssen sterben von Nora Bensko. Dieses Buch habe ich selbst nicht gelesen. Tatsächlich habe ich auch nicht vor, es zu lesen, weil ich glaube, es ist nicht so ganz das Richtige für mich. Aber ich habe halt durchaus mitgekriegt, dass das irgendwie so eine Buzzing-Neuerscheinung war im Fantasy-Bereich aus dem letzten Jahr, wo recht viel drüber geredet wurde. Als ich Leisa Grimm auf meinem Kanal
Schale im Interview hatte, hat sie das auch nochmal explizit empfohlen und damit nochmal mehr in mein Bewusstsein, in meine Wahrnehmung geholt, obwohl ich es vorher schon am Rande wahrgenommen hatte. Und das ist eine Art Dark Fantasy, in der es um Amazonen geht. Dark Fantasy aus der Welt der Amazonen, sagt der Verlag. Und ich lese mal ein paar Sätze aus dem Klappentext vor. Die Zeit der Unterdrückung ist vorbei. Troja wird fallen und die Amazonen werden sich endlich an den Helden rächen, die ihresgleichen töteten. So besagt es eine Prophezeiung von Artemis, der Göttin der Jagd, Herrin des Mondes und Hüterin der Frauen. Wenn die prunkvolle Stadt in Schutt und Asche liegt, sollen die Amazonen die Welt beherrschen. Das mal so ein bisschen als Teaser. Was ich auch ganz spannend finde, ist, Nora Bensko ist so ein Name, den ich auch schon öfter wahrgenommen habe in der Fantastikszene. Da ist sie definitiv nicht unbekannt. Aber ich glaube, das hier ist ihr erster richtig großer Verlagsdeal, also ihr erstes Buch, das bei einem größeren Verlagshaus erscheint, nämlich bei Drömer Knauer. Finde ich auch immer sehr spannend, so Karrieren zu beobachten. Und ja, freue mich auch hier, das auf der Liste zu sehen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt mein Lesebeuteschema ist. Damit müsste ich euch von 5 der 6 Büchern erzählt haben, die ich getippt hatte. Das letzte Buch war also auch falsch. Ich hatte noch auf meiner Liste Universum von Philipp P. Peterson stehen. Es gibt aber ein anderes Buch, das es auf die nominierten Liste geschafft hat. Und das ist Singularity von Joshua Tree. Ich nenne die beiden so zusammen, weil es deutliche Parallelen gibt zwischen den beiden Büchern. Es ist beides Science Fiction und es ist beides im Fischer-Thor Verlag erschienen. Dass beides nicht auf der Liste stehen konnte, dafür habe ich Verständnis. Dafür versucht die Jury vermutlich auch zu sehr, Verlagsprogramme unterschiedlichster Verlage abzubilden, was ja auch löblich ist. Ja, und anscheinend hat Singularity dann die Jury mehr überzeugt als Universum. Und auch hier lese ich euch mal ein paar Sätze aus dem Klappentext vor, damit ihr wisst, worum es in Singularity geht. Okay. Schafft die Menschheit sich selber ab. Singularity ist der neue Science-Fiction-Thriller von Bestseller-Autor Joshua Tree über die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Ende des 21. Jahrhunderts ist die Menschheit tief gespalten. Während die eine Hälfte medizinisch bestens versorgt ein langes Leben führt, ist die andere schlicht überflüssig. Bestenfalls als billige Arbeitskräfte haben die meisten Menschen ein karges Auskommen. Einer dieser Überflüssigen ist James, der als Hausdiener der neuen Elite anheuert. Von seinem neuen Herrn erhält er einen rätselhaften Auftrag. Er soll dessen vor 20 Jahren verschollene Tochter wiederfinden in einer virtuellen Simulation. Das ist ein bisschen die Prämisse. Auch hier finde ich die Karriere des Autors ganz spannend. Soweit ich weiß, ist nämlich Joshua Tree auch als Self-Publishing-Autor groß geworden. Ich glaube, er hat schon recht viel im Bereich Science-Fiction eben selbstständig im Self-Publishing rausgebracht und das sehr erfolgreich. Und damit hat er sich scheinbar sozusagen hochgearbeitet und jetzt eben auch einen richtig großen Verlagsdeal bei Fischer Thor ergattert. Finde ich auch richtig cool, freut mich sehr für ihn. Sehen wir uns also noch die anderen Titel von der Longlist für das beste Buch an. Da ist nämlich außerdem noch drauf Dornenritter von Kaya Ewert, was bei Sad Wolf erschienen ist, ein Verlag, den ich vorher noch nicht kannte. Und darum geht es in Dornenritter. Das Königreich versinkt in Dunkelheit. Stain hat nur ein Ziel, Ritter des Lichts zu werden. Er will die Finsternis bekämpfen und das Rätsel um den Tod seines Vaters lösen. Der Weg in den Orden führt über die Grenze der ewigen Nacht hinaus, wo Stains erbitterter Rivale Gawain bald zu seinem einzigen Halt wird. Verzweifelte Kämpfe und schwere Verluste binden die beiden grundverschiedenen Männer aneinander. Doch während Stain gegen die Düsternis in seiner Seele und seiner widersprüchlichen Gefühle für Gawain kämpft, hütet der sein eigenes schreckliches Geheimnis, das die Loyalität der beiden zueinander auf die Probe stellt. Klingt nach einer Fantasy, die auch sehr den Blick auf die Figuren und das Innere der Charaktere richtet. Vielleicht verbirgt sich hier auch eine queere Love Story zwischen den beiden Protagonisten. Klingt also auch recht spannend. Außerdem nominiert ist Theresa Hannig mit dem Buch König und Meister, was bei Edition Roter Drache erschienen ist. Ein kleinerer Fantastikverlag unter den kleinen Verlagen, aber einer der größeren, so würde ich es mal ausdrücken, so ist meine Wahrnehmung zumindest. Das ist auch ein Buch, das ich auch auf BookTube schon besprochen gesehen habe. Ich glaube auf dem Kanal Tintenkrähe. Ich hoffe, da vertue ich mich nicht. Und hierum geht es in König und Meister.
Ada König will herausfinden, was diese wichtige Sache ist, die ihr Vater ihr erzählen wollte, kurz bevor er das Lenkrad herumriss und die Welt ins Chaos stürzte. Was hat es mit dem verbrannten Mann auf sich, der Ada seit dem Autounfall verfolgt? Und wieso träumt sie von Else, der alten Frau aus dem Dorf, die sich an nichts erinnert und doch nie vergisst, die Walnüsse aufzusammeln, die der Meister im Garten des Königs fallen lässt? Klingt sehr geheimnisvoll. Kim Raabe ist nominiert mit dem Buch Berlin Monster mit dem Untertitel Nachts sind alle Mörder grau. Privatdetektivin Lucy hat sich auf übernatürliche Fälle spezialisiert und von denen gibt es so einige in Berlin, wo es von übersinnlichen Phänomenen nur so wimmelt. Denn vor 30 Jahren ließ die Strahlung einer Bombe den Aberglauben der Menschen lebendig werden. Heute brüten Gins in Kreuzberger Shisha-Cafés, Feen tanzen in Friedrichshainer Clubs und Hipster-Kobolde sind die Herren der Kneipen von Neukölln. Ich lese das auch gerade zum ersten Mal und es klingt ziemlich genial, aber ein bisschen verrückt. Während Lucy eine Fee aufspüren soll, erschüttert eine Mordserie die Stadt. Hat ihr Verschwinden etwas damit zu tun? Immer tiefer taucht Lucy in den Fall ein und bald schwebt nicht nur sie in Gefahr, sondern auch jene, die ihr am nächsten stehen. Margit Reul ist nominiert mit ihrem Buch Der Zwillingscode und ich möchte an dieser Stelle einmal gesammelt sagen, wahrscheinlich werde ich einige Namen entweder von den AutorInnen oder von den Figuren in den Büchern falsch aussprechen im Laufe dieses und der nächsten Videos. Ich entschuldige mich jetzt einmal gesammelt dafür und hoffe, dass ihr Verständnis habt. Und hierum geht es in der Zwillingscode. Was passiert, wenn die Dinge, die wir erschaffen, uns gar nicht mehr brauchen? Vincent ist 17 und eine Doppel-C-Seele. Sein Sozialpunktestand ist so niedrig, dass an ein Studium nicht zu denken ist. Stattdessen repariert er heimlich die mechanischen Haustiere der Firma CopyPet. Eines Tages bringt eine alte Frau eine Katze zur Reparatur und die führt Vincent geradewegs in die Simulation. Eine virtuelle Welt, in der alle unsere Gegenstände ihr digitales Leben führen. Verborgen in dieser Zwillingswelt aber liegt ein Code. Vincent muss ihn finden, denn davon hängt die Zukunft der Menschheit ab. Ich habe gerade das Gefühl, dieses Video war eine ganz schlechte Idee, denn meine Wunschliste wächst gerade in den Himmel. Irgendwie sind da wirklich ganz viele originelle, coole Ideen dabei. Also ich habe großen Spaß an dieser Liste und ja, hier, das klingt ein bisschen nach Cyberpunk. Und ja, klingt auch wirklich nicht schlecht. Jana Ruth ist nominiert mit Memories of Summer. Mika spendet regelmäßig seine Erinnerungen im Neuroinstitut. Denn was ist schon dabei? Man verdient eine Menge Geld und hilft bei der Behandlung von Depressionen, da die Erinnerungen den Erkrankten eingepflanzt werden. Doch dann tritt Lynn in sein Leben, die so viel über ihn weiß und plötzlich wünscht Mika sich, er könne sich auch an sie erinnern. Schließlich will er seine Erinnerungen zurückholen und kommt dabei den Geheimnissen des Neuroinstituts gefährlich nahe. Ja, ich beginne mich zu wiederholen, aber auch das klingt nach einer ziemlich coolen Idee. Außerdem ist Selina Schuster nominiert mit Absinth. Paris zur Zeit der Belle Époque. Der junge Maler Noel muss seine Bilder verkaufen, sonst kann er sich seinen Traum, das Leben in Paris, nicht leisten. Der Druck führt zu einer Blockade. Er bringt keinen Pinselstrich mehr auf die Leinwand. Sein Freund Toulouse-Lautrec überredet ihn daher zu einem Ausflug ins Varieté Moulin Rouge, um ihn auf neue Ideen zu bringen. Dort trifft er auf den undurchsichtigen Toujon, der ihn mit seiner eigenwilligen Sicht auf die Welt wieder inspiriert. Endlich stellt sich mit Toujons Hilfe der ersehnte Erfolg ein, doch zu spät erkennt Noel, welchen Preis er für seine Inspirationen zu zahlen hat. James A. Sullivan ist dann noch nominiert mit der Elfenmagierin. Der ist euch vielleicht auch bekannt oder vielleicht auch gerade nicht bekannt dafür, dass er ja zusammen mit Bernard Hennen die Elfen geschrieben hat. Die Elfen sind ja ein großer Fantasy-Bestseller gewesen oder immer noch in Deutschland und ganz vielen Leuten ist nicht bewusst, mir war es auch lange Zeit nicht bewusst, dass Bernard Hennen diese Bücher nicht alleine geschrieben hat, sondern dass er sie zusammengeschrieben hat mit James Sullivan. Und wenn man das Ganze aufblättert, dann sieht man es auch hier oben. Und James A. Sullivan ist ja den Elfen ein bisschen treu geblieben und hat auch alleine weitere Bücher, mindestens eins dafür geschrieben in der Vergangenheit. Ganz so gut bin ich da nicht im Thema. Für mich klingt es aber so, als würde auch die Elfenmagierin wieder in dieser
Welt der Elfen, die er zusammen mit Bernard Hennen erschaffen hat, spielen. Sullivans elfischer Protagonist Ardoas trägt die Seele und die Erinnerungen der legendären Magierin Narome in sich und damit eine schwere Bestimmung. Nur er soll in der Lage sein, seinem Volk die vor langer Zeit gestohlene Seelenmagie zurückzubringen. Helfen soll ihm ein mysteriöses Orakel, das jedoch spurlos verschwunden scheint, und mächtige Feinde sind ihm auf den Fersen. Zahlreiche Gefahren lauern auf dem Weg zum Felsentempel von Beskadur, wo sich Ardoas Schicksal entscheidet. Und das letzte Buch von dieser nominierten Liste, was ich euch noch vorzustellen habe, ist Der vierte Mond von Kathleen Weise, und darum geht es. Als der Orbiter Eurybia auf dem Jupitermond Callisto abstürzt und die Mitglieder der Mondstation an einem unerklärlichen Fieber erkranken, steht die vierte bemannte Jupiter-Mission kurz vor dem Scheitern. Auf der Erde wird eine Bergungsmission zusammengestellt, die herausfinden soll, was auf Callisto geschehen ist. Doch niemand ahnt, was der eisige Mond tatsächlich verbirgt und was die drei toten Geschäftsleute auf der Erde damit zu tun haben. Das war die Nominiertenliste für den Saraf-Preis für deutsche Fantastikliteratur für die Kategorie Bestes Buch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht, und ich wäre sehr interessant auf eure Rückmeldungen zum Saraf-Preis, was ihr zu dieser Liste sagt, und ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen auf die nächsten beiden Kategorien, die dann in den nächsten Videos folgen werden. Bis dann, macht's gut!